Ich würde noch mal kurz zu unserer Truhe gehen. Da ist angeblich eine neue Waffe reingekommen. Oder Rüstung malweise. Also ich finde es angenehm, dass die Quests sich schon unterschieden haben. Am Ende ging es gleich raus, wir mussten Wächter besiegen, aber die waren schön unterschiedlich. Sehr angenehm sowas. So, was haben wir? Umsortieren. Datum. Das ist das Älteste demnach. Ja. Das Neueste. Was ist jetzt genau in unsere Truhe neu gekommen? Okay, das heißt, wir werden nächstes Mal mit Konstantin reden und mal schauen, was das Ganze noch vorwärts bringt. Bis dahin, euer Landetor. Tschüss. So, ich bin jetzt gerade mal auf der Suche nach diesen Notizen und war jetzt nochmal in der Passage gewesen. Ich bin nochmal zur Passage gegangen, weil ich nicht wusste, wie ich hochkomme, um ehrlich zu sein. Und habe hier ganz oben noch ein Skelett gefunden. Brief von einem Soldaten von Seraphedens Expedition. Diese Expedition war eine Falle. Ich wusste, dass es eine schlechte Idee war, diese Hexe durch eine Tür aus Wurzeln zu folgen. Die gehörende Bestie, die hier raust, war nicht begeistert von unserer Anwesenheit. Einer meiner Kameraden wurde schwer verletzt und ich fürchte mich zu sehr, um zurückzukehren und zu holen. Den haben wir gefunden im Südwesten, hinter dem, wo wir uns durch die Wände gezwängt haben. Was mich betrifft, so stecke ich hier fest und werde sicherlich verhungern. Ich habe alles versucht, aber irgendwann war ich so wütend, dass ich die Bestie stutzen ließ. Aber leider erholte sie sich schnell wieder und ich musste um mein Leben rennen. Verflucht sei dieser Professor und seine dumme Forschung. Ich bin so hungrig, dass ich meine Stiefel essen könnte. Der Typ ist hier irgendwie drin. Gut, damit haben wir das entdeckt und ich suche mal den ganzen Rest, weil... Ja, ich weiß nicht, wie lange noch die Hauptstory geht und ich habe Angst, dass dann wir nicht mehr zurückgehen können. Bis später. So, und ich habe noch eine weitere Notiz gefunden, und zwar im sinkenden Gewässergebiet, in der Position, hier am Fluss. Und das müsste auch eine sein. Eine Flaschenpost für Professor Seraphedens Expedition. Wer auch immer diese Nachricht findet, möge sie bitte an Professor Seraphedin weiterleiten. Professor, ich wurde von der Meerskreatur angegriffen, die ihr beobachten wolltet. Ich nutze die alchemistischen Tränke, die ihr mir gegeben habt, um magischen Schaden anzurichten, aber ohne Erfolg. Ich konnte mich auf einer Felsformation verstecken, wo die Bestie mich nicht erreichen konnte, aber leider weiß ich jetzt nicht, wie ich diese wieder verlassen kann. Ich hoffe, dass ihr diese Botschaft erhaltet und mich retten werdet. Okay, dann müssen wir noch eine finden. Mal schauen. Ich gehe noch ein bisschen rum. So, und hier ist die letzte Notiz. Auszug aus Professor Seraphedens Notizen. Der Ausblick von diesen Ruinen ist wirklich atemberaubend. Es ist mir gelungen, eine dieser prächtigen Kreaturen zu beobachten, die am Meeresufer lebt, ohne dass sie mich bemerkt hat. Die Schale dieses Nazai-Klendermen scheint so stabil zu sein wie ein Krabbenpanzer. Und welche eine Überraschung war es, dass die Kreatur ungeachtet ihrer enormen Größe in der Lage war, sich in Sekundenschnelle im Boden zu verstecken, aus meinem Blickfeld zu verschwinden, nur um weiter weg wieder aufzutauchen. Wir können so viel von dieser edlen Kreaturen lernen. Es ist leicht zu verstehen, warum die Eingeborenen sie verehren. Genau, wo war es gewesen? Es war bei den Ruinen hier nach der Mine. Am Ufer der großen Knorke. Der großen Knochen. So, und wir. Gehen bitte. Wieder zu Sirte Costillon. Und gucken mal. Ich habe übrigens jetzt einen Haufen Munition gekauft. Ich habe jetzt 100 Kugeln zurzeit. Ich hoffe, dass die ausreichen. Jeden Händler, wo ich jetzt vorbeikomme, kaufe ich Kugeln. Das heißt, da wird mein ganzes Vermögen auf Kugeln losgehen. Und ich habe mal meinen beiden Begleitern eine Waffe gegeben, die 100 mehr Schaden jeweils macht. Hätte ich vielleicht eher mal machen sollen.
So. Wie komme ich denn jetzt zu dem guten Typen hin? Ich hoffe, dafür kriegen wir ein bisschen mehr, weil ich meine, die Lager finden war ja schon einfach, ist auf Karte markiert, aber das Zeug ist ja versteckt. Warte mal, wie kam ich denn da hoch? Was mehr mitnehmen, da kann eine Option drin sein. Lasst euch nicht stören, ich gehe nochmal weiter. Und hier nochmal hoch. Abgewetzt. So, und dann hier durch die Tür durch. Und dann müsste ich wieder fast in offiziellen Bereichen sein. Weiß immer noch nicht, was das hier ist. Aber das kriegen wir vielleicht noch auf der Gelegenheit. So, wo ist der jetzt? Eins weiter und rechts. So, was meinst du denn dazu? Das gefunden habe. Serdikus, I found some notes which were lost by Professor Seraphedic. His expedition was far from easy. Investigating such gigantic creatures is bound to be perilous. Indeed. Unfortunately, we also found a corpse. Oh, poor man. I will make sure I share the works with these last few sheets. It looks like this is everything. Such an amazing work. This man was a genius, De Sade, and what a huge loss his death is. I cannot express how thrilled I am to immerse myself in these notes and study them. Can your old professor still prove himself useful? 852. Sehr gut. Looking forward to see. Komm, es gibt auch ein Achievement. Das gibt ein. Es gibt ein Achievement. Bitte. Okay, es gibt kein Achievement. Nun gut. Da gehen wir mal zu unserem guten. Kein Achievement? Mist. Konstantin, my dear cousin. I'm always happy to see you. We managed to solve the problem of the attacks on San Mateus. Really? So, what was causing them? The city and its outposts were continuously being attacked by animals. These beasts were led by a large creature that strangely resembled a mountain guardian. This is the same creature which High King Vinbar turned into, isn't it? Exactly. Except it looked sick and it didn't act like the High King did. It was calling the animals around it and it seemed like it was transferring its disease to them before making them attack. I have never seen anything like it. And there's more. Hikmet was in a similar situation. Do you remember? Of course. Don't tell me that a guardian was involved there as well. Yes. The governor was convinced that the attacks were led by the islanders. And yet they were being attacked as well. And it was by their side that I fought the creature. That time it was a Nardai Glenderman, a beach guardian. But it seemed just the sick. And it was also manipulating the animals to make them aggressive. So, it would be some kind of epidemic affecting the guardians. I don't see what we can do about it. Actually, I think you have already done what had to be done by eliminating those that were threatening our neighbors. Perhaps. But I'm certain there's more to it than a simple epidemic. These beasts attack in a coordinated fashion, which requires an intelligence that they don't have. You're exaggerating, dear cousin. The attacks you thought were coordinated may just have been coincidental. You may be right. But I can't help thinking that someone is behind all this. Do you really believe that a Denegad would want to take over the island? Cousin, you know how much I respect you, but frankly, this doesn't seem very coherent. But I see it's already quite late. If you'll excuse me, dear cousin. Regrettably, I must leave you. Where are you going? Not very far, rest assured. But I have a small personal matter to take care of, you see. Don't be concerned. There's absolutely no risk. No Use risk. The opportunity to take some rest. You've really performed miracles recently. See you later. But why would he leave like that? Guard, do you know where my cousin is going? Sorry, Your Excellency. His Highness didn't tell me anything.
You are one of his bodyguards, aren't you? I am, Your Excellency. But recently it has been difficult to force His Highness to accept our presence. Recently? You mean this isn't the first time he's left without an escort? I'm sorry, Your Excellency. You better tell me everything. But I... Fine. I don't mean to be disrespectful towards him. But His Highness's behavior has been very... peculiar recently. He sleeps very little. And goes out alone almost every night. And it didn't occur to anyone that I should be informed. Well, His Highness had specifically ordered us not to tell you about it. And where does he go? I thought the days when he used to go from tavern to tavern were over. He doesn't go to taverns, Your Excellency. From what I know, he goes outside the city. Where could he go outside the city? I've no idea. We saw him going north. That's all I know. Listen, I understand this matter is putting you in a difficult situation. You were supposed to protect my cousin wherever he went, but he refused and ordered you to keep your mouth shut. But Constantine is not just my governor. He's my cousin. I'm worried about him. He's already been abducted once when leaving the city. So, if you know anything else... Sorry, Your Excellency. If you want to know more, you'll have to rummage through your cousin's belongings. I don't like this at all. What could he be doing outside every night? Normally, I would have said getting drunk at the tavern. But clearly, that isn't the case. I'm starting to believe that the revelations of Enon Miel Frichtemann had some truth to them. Let's rummage through his papers. We may find a clue. Seiten aus Constantins Tagebuch. Dieses ganze Potenzial, dieses Gefühl der Macht. Ich fühle mich so lebendig. Meine Experimente waren erfolgreich. Kalasars Bindung hat mich geheilt, aber die, die ich selbst erzeugt habe, haben mich dein Gott gemacht. Bald wird die ganze Insel meinen Ruf folgen, solange ich nicht gestört werde. Eine kleine Gruppe von Vertriebenen eingeboren hat mich neulich Abend in Quenvar gesehen. Wenn sie mich verraten, könnten sie meinen ganzen Plan ruinieren. Ich kann das Risiko nicht eingehen, ich muss sie loswerden. Oh. Willst du nichts sagen? Okay. Dann eben nicht. Okay, also wie wir schon dachten, Constantine ist ein bisschen seltsam geworden. Die Idee fiel ja auch sehr schnell auf ihn, oder der Verdacht. Da es wenig Alternativen gibt. Die meisten haben wir ins Gefängnis gesteckt und die sind es auch nicht wert, da irgendwie nochmal aus denen eine Story zu machen. Deswegen... Das Höchste wären die Rebellen gewesen, die sind ja selber stark angegriffen. So, wo müssen wir denn hin? Die großen Bäume. Der gute Constantine. Lässt einfach... It can't be easy to discover that your cousin has descended into madness. But we can't let him kill these people simply because he's afraid they might have seen him. Ich sehe da vorne schon wieder was losgehen. Ach, ich wollte... Moment, das ist so viel Zeit muss sein. On your road always bear fruit. Thanks. You saved us. These beasts would have torn us to shreds. These animals were strange, as if they were enraged. Thanks again, Renaixe. I'm glad I could help you. And perhaps you can do me a favor in return. I'm looking for a young man, a Renaixe, but he looks a bit like an Onol Manawi. Someone like you? In some ways. But his marks are different, darker. He's talking about the crazy Don Agad. Indeed, that might be him. Do you know where to find him? No,
We see him passing by around nightfall, but we don't know where he's going. He walks along the path, often followed by some beasts. He has a sinister look in his eyes. He scares me, so we stay hidden. And you do well to hide. I think he's the one who sent these animals to attack you. Do you have any idea how I could figure out where he's going? He could hide in the old house. He would see him passing by and could follow, couldn't he? You're right. If you take this path to the right, you'll reach an abandoned house. You can hide there. And from up there, you will be able to see the path perfectly. Thank you. You've been a great help. And stay hidden. You may still be in danger. Be prudent on all Manawi. I'll leave you. Okay. Haben wir das Ganze abgewandt hier? Ah, nur drei Viecher geschickt. Also es war ja ganz, ganz entspannt hat das gemacht. So, dort oben. Genau. Ach, okay. Diesen Weg haben wir schon mal gefunden. Haben uns gewundert, warum man sich da oben verstecken kann. Tja, jetzt kommt's raus. Genau deswegen, weshalb man sich versteckt. Um irgendetwas aufzulauern. Oder es zu belauschen. Ja, warum schreibt er sowas in dein Tagebuch? Wo ich denke, dann liest das irgendjemand, dann ist es klar. Solltest du es nicht verstecken oder ein Geheimcode oder irgendwas anderes machen? We can't be seen from the path. Let's wait here to see where Constantine goes. I see him. And he's not alone. Wo? Ach da. So, soll ich mitgehen? Folge. Jetzt muss ich erstmal runterkommen. Das ist ja großer Käse, jetzt muss ich erstmal ja den ganzen Rückweg nehmen. Ging hier irgend so ein Weg runter? Ist das nicht mit den Tieren verbunden? Kriegt nicht sofort mit, wenn wir eins angreifen? Oh, ist ja klar. Oder meistens keine Jurklan, weil die haben keine Gewalt. Also es macht vor allem diesen Kämpfe schwieriger, weil auf einmal auch Monster in komischen Kombinationen zusammen sind. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt in einer gewissen Zeitspanne erledigen müssen, weil sonst der Typ weg ist. Ja, da haben wir uns immer Einzelgruppen jetzt schön zusammengewürfelt. Die setzen schon Schwierigkeitsgrad hoch. Na, das ist bestimmt irgendwo der Ike. Was haben wir denn? Oh, ich hör schon mal? Ja, doch, war ich. Wir haben den Fliegetypi. Wir haben Tentakel-Typi, was fehlt noch? Cthulhu-Typi fehlt noch. Dieses Giftvieh, also die Frau. Das ist ja auch zweimal. Dann noch der Naturmagier und der Speertyp, genau. Ich denke, wir werden jeden einzeln nochmal in der dunklen Form begegnen. Dürfen noch Wetten abgeschlossen werden, welchen wir hier kriegen. Konstantin. Oh. Geht der
zunächst mit jedem Ort ein. Das ist Bärtyp, glaube ich. Constantin, what are you doing? Cousin, you're here. I would have preferred that you learn all of this another way, to be able to reveal everything to you in better circumstances. But whatever power we earn, there are some things that escape us. I have no idea what you're talking about, but what are you doing here? I seem monstrous to you. I am well aware of that. But I promise to explain everything when the moment is right. Then you will understand. You will see. The temptation is so great to share all with you right now. You have done so much for me. You have given me so much. I haven't forgotten, believe me. But I still have more to do. Forgive me and have patience. Hold them back. But do not kill him for anything in the world. Wie, töte sie nicht? Natürlich wird mich töten. So, wir werden erstmal irgendwas auf ihn werfen. Oh, eine Stase machen. Und vielleicht mal eine Falle werfen. Mist, da muss ich ausweichen. Mist, da bin ich zu spät zur Seite. Warum haben die mehr Rüstung? Hätten die nicht einfach mal anders dargestellt werden können? Au. Hallo, du sollst mich nicht töten, nur aufhalten. Schon vergessen? Okay, keine Rüstung mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, okay, mit einem Angriff können wir die auch. Au. Ah, das ist geil. Also, okay, das hat man mal nicht gekriegt. Man kann die also mit einem Angriff. Au. But I don't understand. What he wants? Eternity. Strength. Strength. It is what they all want. Those who take without looking beyond themselves. Like all those from the faraway lands. Auschwitz. He wasn't like that. He couldn't care less about all that. Then it is the sickness. The brevity of his existence that terrified him to the point it changed who he is. You must
problem. Each coin that he bonds, he destroys me a little more. And with me, the hope for a cure. And now it's my heart, my most sacred sanctuary that he covets. You must kill him. It is madness. The consequence of his folly, yes. Believe me, there is no other solution. Stop him, flesh of my earth, or there will be nothing left to save. I still can't believe this. I understand what you feel. I have trouble believing it myself, but Enon Mil Frichtemann never lies. We need to stop your cousin by any means possible. We must learn more if we want to understand his plans and prepare against them. This hiding place he was talking about in his notes. We must find it. If in his folly he remembered just a small bit of what I taught him, then he shall warn his guard to be ready for us. We will need to be discreet and find ourselves allies. You're thinking of all the creatures that he has perverted. A veritable army. Precisely. And against an army we will need soldiers. The natives will follow you because their god has ordered it. We might also be able to count on help from the Nauts. We'll need to speak to their admiral. We should also be able to count on Sieglinde. Her troops will be all the more welcome. And of course, we can also go and find the Mother Cardinal, as well as Governor Burren. What an absurd project. On the continent, they would brand us crazy, but not here. On an island where everything is possible, and all folly is accepted. Let us go. We need to put an end to all of this. Händlerkongregation ist feindlich. Da ist was faul. Scheiße. So, haben wir irgendwo die Leiche noch von dem Vieh? Da. Damit haben wir also den Speerwerfer auch erledigt. Das heißt, es fehlt noch die Tentakel-Gift-Omi. Und der Schaufler. Mag ja. Weil der Schaufler mag ja am meisten Kopf zu brechen bereitet. So, wir sollen mit allen reden. Wir bilden also jetzt eine Allianz gegen den Guten. Finde ich interessant irgendwie, weil ich habe nur ehrlich gesagt gedacht, dass die Händlerkongregation selber schnell merkt, dass das Blödsinn ist. Und ich sollte nur aufgehalten werden. Der Typ greift mich einfach an. Dieses. Nun gut. Also, achso, Stufe 39 fällt mir gerade auf. Könnte man natürlich auch mal einen Punkt verdienen.